würde zweimal baden, würde die Lottozahlen eine Woche vorher sagen. Bei der Bundeswehr gibt es nur noch Hitparaden. Ich würde jeden Tag im Jahr Geburtstag haben. Im Fernsehen gibt es nur noch ein Programm. Hans Meiser, 24 Stunden lang. Ich hätte 200 Schlösser, wenn nie mehr pleite. Ich wäre Rio, der Erste, Sissi, die Zweite. Wer hätte es gedacht, dass ich den Text zu Ende spiele? Wer hätte es gedacht, Junge? 100.000 Follower! Yo, Baby! Baller, Baby! 100.000! Moment! Baby! Hasi, der Kühlschrank hat die Flasche irgendwie mit Druck gefüllt. Hasi, ich esse gar kaum was auf dem Boden. Hasi, bist du sauer? Ja, dann... Geh später mit dem Eimer und wisch das. Ich kann das immer machen. Hasi, aber du hast doch viel kleinere Finger. Du kommst doch besser in die Ecken. Ich habe keine Lust, dass die ganze scheiß Wohnung verklebt ist. Ich hasse das. Oh Gott. Oh, du brauchst unbedingt deinen eigenen Keller. Kann das nicht jemand sponsern irgendwo? Putze ich einmal im Jahr. Das reicht mir dann, weißt du. Ich brauch doch keinen Kinderkeller, Kinderzimmer. Du brauchst einen Keller, doch. Du brauchst einen Keller. Da kannst du dir alles zumüllen, du kannst bei deinem Staub leben, du kannst die Champagnerflaschen alle kaputt trümmern, ist mir scheißegal. Seid ihr bereit fürs erste Paket? Rechnung, okay, wollen wir dich angucken? Ah, schon sieht Beutel, ja, ein Beutel! Ein Ritzenbeutel, Baby! Aber weißt du, wie geil ich das finde? Da ist noch was drin, da sind noch mehr Sachen drin. Oh, Baby. Ey Leute, wisst ihr, was die Ritze ist? Wisst ihr, als ich da drin saß? Es war nichts los, ich habe mich gefühlt wie eine Hamburger Zuhältergröße. Ich saß da, ohne Scheiß. Ich habe mich gefühlt wie Milliarden-Mike. Die Bilder von allen Zuhältergrößen an der Wand. Und ich saß da, in der Ritze, hatte ich auf ein Bier getrunken. Zur Ritze in Hamburg, wo die Zuhälter trainieren haben. Die echten. Die harte Beate Granat. Das war auch für mich ohne Scheiß. Ein Moment, Hasi, du weißt, dass ich sowas liebe, Hasi. Wenn ich irgendwo bin, wo ich mich hinsetze und versetze mich in die Rolle rein. Ich lieb das. Was Hartes. Ritzenbonbons, die echten. Mit Geschmack vom Pussy. Ritzenbonbons, Baby. Ja, das ist das T-Shirt, lieber. Genau das habe ich verloren. Genau dieses T-Shirt habe ich verloren. Das ist es. Das ist original meins. Ich bild mir jetzt ein, dass das ist, was ich gekauft habe, weißt du? Das ist es. Das ist meins. Das ist meins. Geil, Baby! Wie kann man ein T-Shirt im Puffer... Ich hab's über der Reeperbahn, als wir rumgelaufen sind irgendwann. Der Arm war noch jung. Tretzi, vielen Dank. Magneten für den Kühlschrank. Stefan, bist du noch da? Ihr wisst, es gibt bei YouTube ein Video, da zeige ich die Bude, ne? Und ich habe an meinem Kühlschrank von allen Ortschaften, an denen ich war... Vielen Dank, Dennis Emre, für den dritten Monat. Von allen Ortschaften Magneten. Von allen Ortschaften habe ich Magneten. Und ihr seht das, glaube ich, in dem Video. Wirklich von überall, auf der ganzen Welt. Und ich sammle die Dinger. Wirklich mega nice, Stefan. Freue mich wirklich sehr. Nächste Woche werde ich das erste Mal einen von euch, der jetzt noch nicht damit rechnet, überraschen. Es steht quasi schon alles fest, nur du weißt davon nichts. Ja? Einer von euch, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, denkt nächste Woche, jeder mal einmal, geht einmal in sich und denkt, oh. Wenn ihr von der Arbeit nach Hause kommt, es könnte sein, dass Knossi auf einmal auf deiner Couch liegt. Freut euch drauf. Ich habe sämtliches Setup bestellt. Freut euch drauf. Ja, Jungs? Knossi on Tour. Ab nächste Woche. Hasi. Ich glaube, Kindersachen. Komm her. It's a boy. K steht für König. Unter diesem Motto habe ich individuell für euren Prinzen eine Schnullerkette gefertigt. Er nimmt leider keinen Schnuller, er nimmt nur Brustwarze. Ich hoffe, sie gefällt euch und ihr habt Spaß daran. Das ist besser, als den Schnulli aus dem Matschloch zu fischen. Knossi, mach weiter so mit deiner Show. Du bringst uns zum Lachen. Und wenn einem nicht nach Lachen ist und du bist sogar schon zu einem Vorbild geworden, ich hoffe nur auf weniger Lautstärke. Ja, sag ich doch. Jetzt fängt die auch an. Meine Rede. Ihr könnt doch draußen zu Hause Volumen runterdrehen. Ich aber leider nicht. Ja, du auch. Du kannst die Türen schließen. Du hast hier Doppeltüren. Okay. Da mach doch die Türen zu. Ruhe. Hier ist das Kettchen, Hasi. Hier ist das Kettchen, Leute. Hier ist das Kettchen. Hier ist das Kettchen. Elia. Ey, wirklich, vielen lieben Dank, ohne Scheiß. Kleiner Prinz, guck mal hier, Hasi. Ist das nicht toll? Glas, ein echtes Glas. Ein echtes Glas.
Vom Galdener, so nah, so gut. Vielen lieben Dank. Und jetzt kommen wir zum Hut. Are you ready? Seid ihr bereit? Hast du das selber genäht, oder was? Endlich habe ich was für Wikinger-Style, Freunde. Ein Kugelschreiber ist auch noch drin. Vielen lieben Dank. Wer erkennt was? Ich erkenne was, was ich sehr gut kenne. Ich erkenne was. Der Heilige Gral. Der Heilige Gral. Und guck dir die Farben an, wie sie passen zu meiner Mütze. Guck dir die Farben an. Der Heilige Gral. Neu, neu, es ist neu, es ist ein neuer Becher. Da, oh Baby. Und jetzt bin ich gespannt, was hier noch drin ist. Ich mach auf, okay? Ich mach auf. Schönste Schrift, da geht mir das Herz auf. So eine schöne Schrift. Oh. Ich lese vor. Moin Knossi. Ich hab dir ein bisschen was zukommen lassen. Der Hoodie ist 2XL. Er fällt kleiner aus. Boah, das könnte schief gehen. Der Handschuh ist dafür, wenn es mal Michael Jackson Slot zum Spielen gibt. Mein Handschuh ist auch noch drin. Und ein König für den König ist auch dabei. Das Casino-Ding, da habe ich für dich mitgehen lassen. Für mich geklaut. Warum Katzen? Ich finde den mega geil. So traut sich keiner rumzulaufen. Oder Jungs? König Wee! Steuer, mein König. Ich schwitze in der Ritze. Pidey, Pidey, don't know what the feed, the feedy. Baby. Geil! Das hat mir gefehlt. Ich wollte schon immer den echten Handschuh haben von Michael Jackson. Wir sind die Muschi-Bande. Ich danke dir, ohne Scheiß. Alter, nices, ey, nice Packages, wirklich, über die ich mich sehr, sehr freue, ehrlich. Vom Ritzending über das andere für Kind, über den Hut. Ey, Sachen, über die ich mich sehr, sehr freue, ohne Scheiß. Wirklich nice. Ein Paket haben wir noch, seid ihr bereit? Muss man aber erst waschen, oder? Muss man erstmal. Das ist 2XL, Jungs. Alter, wie ist denn dieser Pullover? Wie krank ist dieser Pullover? Ich schwöre, ich zieh den an, wo alle denken, ich gehe auch so wirklich in High Society rein. Ich gehe so in High Society rein, glaubt's mir. In so Dinger, Equipage bei uns im Casino, ich gehe so rein, Alter. So, stell mich hin. Kenn ich nix, Alter. Da kenn ich nix, so mit Krone. Ich gehe so rein, da kenn ich nix. Sag, mach mir mal einen Pilz. Ich mach das. Glaubt's mir. Glaub mir, ich mache das. Hier kam Duck, Duck, Windack. Hier kam die Hurricane. Wir haben die Yeti, yeah. Oh, Duck, den. Wow. Freunde sein durch dick und dünn. Duck, den. Wow. Das ist eine Firma. Close Daddy. Close Cell. Oh nein. Solche Dinger drin. Die Dinger sind die schlimmsten. Wer kennt's? Die Dinger sind die schlimmsten. Diese Nüppel sind die schlimmsten, Jungs. Wer kennt's? Thank you for your order. Ich habe überhaupt nichts bestellt. Hä? Ich habe nichts bestellt. Kiste. Baby, diese Dinger. Kriegt ihr alle geschickt in Paketen von mir. Der Nächste, der eine Krone gewinnt, kriegt die Dinger geschickt. Das sind Yeezys. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Hä? Welche Größe? Welche Größe, Dinger? Welche Größe? Das ist eine echte Jetzi-Kugel, Box, Jungs.
Wisst ihr, was Yeezys sind? Ich habe die Schuhe von Adidas, Schuhe, die in Wert steigen. Es sind echte für Kinder. Guck dir das an. Oh, Baby. Oh, Baby, wie geil ist das denn? Wie süß sind diese Schuhe? Megi, bist du da? Guck sie an, Nina. Guck sie an. Was kosten denn so kleine Yeezys? Ey, wisst ihr, wie teuer diese Schuhe sind nochmal? Das sind originale Yeezys von Adidas. Ist no joke, das sind echte. Das sind echte. Das sind echte. Yeezys darf man auch nie aufmachen, ne? Die haben diese bestimmte Bindung. Die bleiben so gebunden. Ey Jungs, die sind unglaublich, oder nicht? Die sind unglaublich, oder nicht?